Ja, könnte ich auch jemanden gebrauchen. Die können bei mir anfangen. Kannst du mir zu Samuels Geist was sagen? Angeblich haben einige Touristen ihn gesehen. Oh ja, ich habe ihn auch schon gesehen. An einem der Fenster. Ich habe mich tierisch erschreckt. Eine grässliche Fratze. Ich hoffe, dass ich die nie wieder sehe. Tatsache? An welchem Fenster? Weiß nicht mehr genau. Ich glaube, an einem vom verbotenen Flügel. Verbotener Flügel? Ja, oder was auch immer. Die verschlossene Tür in der Halle eben. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Aber du hast sie doch gerade geduzt, jetzt wieder gesiezt. Was ist denn los mit euch hier? Sally scheint sich nicht gerade für ihren Job aufzureiben. Also kochen würde ich auch noch mal. Ich koche gerne. Und gut. Wie ich finde. Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Sieht ein bisschen aus wie ein Wächter. Sieht irgendwie hässlich aus. Ich kann von hier aus nicht erkennen, ob es echte Gaslampen sind oder auf altgetrimmte Elektrolampen. In jedem anderen Haus wäre ich mir sicher, dass da keine echten Gaslampen von der Decke hängen. Hier nicht. Sie ist verschlossen. Wahrscheinlich ist trotzdem nichts Besonderes dran. Ach toll, jetzt wollte ich gerade schon mein Werkzeug hier holen, aber nein. Eine antike Vase oder Karaffe. Die lasse ich stehen. Ein altmodisches Telefon. Aber wen sollte ich anrufen? Ein altmodisches... Okay, wir müssen heute noch jemanden hier anrufen. Das steht fest. So viel zum Thema Nacktheit in England. Hier sind gleich 4 nackte Mädels zu sehen. Und der Kerl, um den sie herumtollen, scheint das auch ordentlich zu genießen. Ja, macht Sinn. So viel zum Thema Nacktheit in Eng. So viel zum Thema... Okay, kann man damit was machen? Das fotografieren oder... Na gut. Gehen wir hier rein. Oh, auch wieder ganz schön viel. Was muss es für ein Aufwand sein, einen so alten Fliesenboden so sauber zu halten? Ich kann mir bildlich vorstellen, wie Bates zweimal am Tag überprüft, ob sich in irgendeiner Ecke Schmutz angesammelt hat. Aber schick. Das Badezimmer ist richtig schick. Hätte ich auch ganz gern so was. Der Boden ist mehr als sauber. Kein Grund zur Beanstandung. Der Boden ist mehr... Ja, ist ja gut. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große, nichts als Handtücher. Ah ja, okay, du nimmst dir eine Schublade. Ist ja gut. So, Spiegel. Ich frage mich, was an dem Spiegel da unten in der Halle los war. Ich habe echt gedacht, ich habe Samuel Gordon gesehen. Vermutlich werde ich vor Erschöpfung zusammenklappen, wenn das hier vorüber ist. Ich sehe müde aus. Ich sehe müde aus. Das ist ja sowas von komfortabel. Eine Sitzbank in einem Badezimmer. Meine Fresse. Schöner Kommentar. Vorhänge im Badezimmer. Naja, wer es mag. Viele Dächer, Erker, Mauern. Wie viele Zimmer das Schloss wohl hat. Man könnte Mams Häuschen in Biddeford locker in einem der Flügel verstecken. Ein Kronleuchter im Badezimmer. Geht's noch? Puder, Schminke und so weiter. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Ein Löwenkopf. Ich glaube, in der Antike galt der Löwe als Symbol der Unsterblichkeit. Was das wohl mit einer Badewanne zu tun hat? Eine altmodische Badewanne. Sieht nicht unbequem aus, aber für mich wäre sie wohl zu klein. Da gucken die Füße raus.
Ist doch egal. Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Außer vielleicht, dass der Stöpsel fehlt. Ein Vollbart könnte also schwierig werden. Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Naja. Pobacke drauf, dann ist das Ding auch verstopft. So. Ein Wasserhahn, wie er vermutlich vor 50 Jahren überall im Lande zu finden war. Läuft. Wortwörtlich. Okay. Können die füllen? Die sind doch schon sauber. Okay. Nein, ich wollte hier raus. Oh, der Boden ist ja leer. Hier, okay. Gucken wir hier mal drauf. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, das ist Bates Zimmer. Mist. Ich krieg es nicht auf. Wahrscheinlich ist das Schloss so alt, dass es mit einem krummen Nagel leichter zu knacken wäre. Soll ich jetzt einen Nagel besorgen? Oder vielleicht einen Messerdingsbums hier? Okay. So, hier gibt's nichts mehr. Schauen wir doch mal. Ja, wir gehen einfach hier lang. Und dann hier. Ich kenne mich ja jetzt schon im Schloss aus. Nicht so wie ihr. Durch den ersten Teil. Das ist ja alles so geblieben. Einigermaßen. Hier ist wieder unser Freund. Wen haben wir denn da? Diese diebische Elster im Rabenkostüm hat etwas, was ich brauche. Ach, das ist sogar der Rabe. Interessant. Ich dachte, das wäre ein Kollege von ihm. So der Räuber-Gang-Kumpel. Ich möchte wetten, dass der Rabe die Mosaikscheibe aus Angelinas Rucksack gestohlen und hier in sein Nest gebracht hat. Ja, und das Nest ist zufällig hier. Ja, naja. Ich möchte wetten, dass der Rabe... Komm, wir werfen mal einen Stiefel. Hey, er ist zwar ein Mistvieh, aber ich werde ihn deswegen noch lange nicht mit einem Gummistiefel bewerfen. Aber interessant, dass das gehen würde. Kann ich das hier auch... Der Rabe würde diesen glänzenden Löffel sicherlich gerne haben. Aber wenn ich ihn einfach irgendwo hinlege, würde er ihn sich holen und sofort zurück zum Nest fliegen. Ich hätte nicht genug Zeit, die Scheibe zu erreichen. Und aus Dankbarkeit für den Löffel würde es ihm bestimmt nicht geben. Wer weiß, vielleicht ist es ja voll der nette Rabe. Aber ich weiß, worauf er hinaus will. Wir bauen ihm jetzt eine Falle. Ich habe den Löffel fest mit dem Faden verknotet. Den bekommt man nicht so leicht los. Nur weiß ich nicht, was ich jetzt weitermachen soll. Okay. Der Boden ist hier aufgeweicht und sehr matschig. Der Boden ist hier aufgeweicht. Angeblich haben diese Dinger dazu beigetragen, dass in England immer noch Linksverkehr herrscht. Was? Jemand, der das ziehende Pferd mit der rechten Hand führen würde, würde bei einem entgegenkommenden Gespann zwischen die Wagen kommen. Dem Zustand nach zu urteilen, könnte der Karren noch vor wenigen Jahren in Benutzung gewesen sein. Aber jetzt steht er schon einige Zeit dort. Ein uralter Brunnen. Ich kann mir nicht denken, dass der heute noch benutzt wird. Selbst hier dürften sie mittlerweile einen normalen Wasseranschluss haben. Selbst hier im Arsch der Welt. An diesem Gestell wird früher irgendeine Vorrichtung gehangen haben, um das Wasser an die Oberfläche zu befördern. Am Brunnen ist nichts, was mich interessiert. Am Brunnen ist nichts... Okay, aber trotzdem scheint er noch interessant zu sein. Haupteingang, Tür, Treppe. Eine alte Holztreppe. Führt vermutlich zur Kammer des Stallknechts. Ich möchte da nicht hoch. Sieht nicht mehr sehr stabil aus. Ich möchte da nicht hoch. Das dürfte das Wappen der Gordons sein. Mit Heraldik kenne ich mich nicht aus. Es gibt komplizierte Regeln, wie so ein Wappen aufgebaut und gelesen werden muss. Das stimmt. Vermutlich bedeutet das hier so viel wie: Wir sind eine uralte Familie, aber auch leider ziemlich verrückt. Bitte Abstand halten. Wer weiß. Das Tor muss vor einiger Zeit erneuert worden sein. Das Holz ist noch hell. Aber ich glaube nicht, dass ich darin was Interessantes finde. Na gut. Eine alte Holzleiter. Sie scheint viel in Gebrauch gewesen zu sein. Die Sprossen sind ganz glatt und abgegriffen.